Wir sind in Swakopmund. Bevor wir uns auf den Weg nach Cape Cross machen, holen wir uns in der Bäckerei ein paar Brötli zum Mittag. Die Bäckerei befindet sich da vorne rechts im gelben Haus. Wir suchen uns ein paar Brötli aus, die sie uns zum Sandwich macht. Diese deutsche Bäckerei wurde uns von der Unterkunft empfohlen. Hier bekommt man alles, was man will. Brötli, Backwaren, Süßigkeiten, sogar Wurstwaren bekommt man hier. Dann geht's natürlich noch zur Tankstelle. Hier in Swakopmund haben wir 61 Liter getankt für 1.419. Der Möbeltransport da vorne ist auch nicht ganz so vakuumkonform. Jetzt fahren wir als erstes mal Richtung Henties Bay. Da haben wir unsere nächste Unterkunft. Ganz gute Sandwiches. Richtig feine Brötchen haben sie hier in der Bäckerei gemacht. Tipptopp. Dieses kleine Dorf direkt am Meer ist Wolskas Parken. Wir sind auf der C35 und ab hier sind es noch 35 Kilometer nach Henties Bay. An der Küste Richtung Cape Cross hat es mehrere Schiffswracks. Dies ist wohl das bekannteste Schiffswrack von allen, da es noch am besten erhalten ist. Wahnsinn, die Kraft vom Wasser. Das Wasser schießt hoch, voll krass. Und die Vögel stört das anscheinend kein bisschen. Nach diesem gewaltigen Naturschauspiel geht's weiter nach Henties Bay. Henties Bay ist erstaunlich groß und wir fahren teilweise an wunderschönen Häusern und einigen Jobs vorbei. Auch der Spar fehlt hier nicht. Wir haben unseren Einkauf aber bereits in Swakopmund erledigt. Bei diesem Haus muss ich einen Stopp machen. Diese Mauer sieht ja mega cool aus. An der Unterkunft angekommen, suchen wir als erstes mal unsere Wohnung, da noch niemand hier ist. Da gibt es sogar noch ein Spa zu dieser Unterkunft. Hier in Henties Bay haben wir eine kleine Wohnung gemietet. Tipptopp eingerichtet, mit Küche. Dann hat es hier zwei Schlafzimmer. Dieses hier mit Kasten. Da vorne eine Toilette und da rechts nochmals ein Doppelbett. Fernseher hat es auch noch. Kasten. Da hat es noch eine separate Dusche. Tipptopp, diese Wohnung. Seitlicher Meerblick. Die ganze Wohneinheit wird von einem Securitas bewacht. Stündlich macht er eine Runde um die Häuser. Die ganze Anlage ist direkt am Meer, auf einer Anhöhe. Henties Bay ist eine richtige Wüstenstadt. An der Westküste, am Atlantischen Ozean in der Region Erongo. In dieser Stadt gibt es noch keinerlei Teerstraßen. Und wir machen uns auf den Weg auf der C34 Richtung Norden. Die Straße ist gut zu fahren, hat rechts ein paar Hügel und links ist alles flach. Wir sind unterwegs nach Cape Cross. Da soll es ca. 250.000 Seelöwen haben. Schauen wir mal, bin gespannt, wie die sind. Was hier zu und her geht bei so vielen Tieren.
Cape Cross ist an einem Kap und nur 70 Kilometer von Hentjes Bay entfernt. Das Kap ist seit 1968 ein Naturreservat. Bevor wir reinfahren dürfen, müssen wir hier 150 pro Person und 50 namibische Dollar fürs Auto bezahlen. Als wir angekommen sind, staunen wir nicht schlecht. So viele Tiere. Doch leider hat es auch einige Jungtiere, die tot am Boden liegen. Das trübt natürlich die Freude etwas. Ende November, Anfang Dezember ist Brutzeit. Da bringen die Robben ein ca. 5 kg schweres Jungtier zur Welt. Sogar der Steg, der den Fußgängern dient, ist mit Tieren belegt. Es wird geschnattert und gebrüllt, wahnsinnig, wie es hier zu und her geht. Einige sitzen, schlafen, beobachten, brüllen los. Und dieses Schwergewicht steigt einfach drüber. Da muss man sich ja wehren. Da geht plötzlich ein Machtkampf los und diese schauen genüsslich zu. Die einen halten die Flossen in die Höhe, die anderen schlafen. Währenddessen bedienen sich die Vögel am Aas. Diese Jungtiere haben Glück und sind bei der Mama. Hingegen diese haben es leider nicht geschafft. Solches Aas dient dann den Hyänen und den Schakalen wieder als Futter. Der hier ist noch auf der Suche nach einem Schlafplatz. Ob das wohl bequem wird? Oh, die Dame wird von unten nach oben begutachtet. Viele von ihnen schauen sichtlich geschafft aus und sind todmüde. Einige Jungtiere sind immer noch auf der Suche nach der eigenen Mutter. Dieses herzige Jungtier scheint noch nicht bei der richtigen Mutter angekommen zu sein. Sie reagiert sofort, als sie angestoßen wird. Also geht es auf weiter Suche. Es schreit und läuft und quietscht, schreit. Aber überall ist es falsch. Ob es die Mutter überhaupt mal findet? Also hier herrscht schon ein Überlebenskampf. Aber es ist trotzdem faszinierend, diesen Tieren zuzuschauen. Voller Eindrücke verabschieden wir uns. Im nächsten Video geht die Reise weiter zur Fingerklippe. Danke fürs Zusehen. Tschüss und bis bald.